Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Ninja 5-0. Was habe ich auf die Stimme so verstellt? Ich muss sagen, solche Anmoderationen, ich sag Anmoderation dazu, aber solche Sachen, ich denke immer, ich muss da irgendwie so ein bisschen kreativ sein. Dabei wird so ein einfaches Moin auch reichen oder so an der Stelle. Aber so, so ist nicht. Also ich weiß nicht, also jeder hat ja so seine eigenen Floskel, seine eigenen Sprüche. Und ich muss sagen, mir gefällt jetzt schon die Offenheit dieser Spielplätze, einfach sich so rumzutreiben. Also viele dieser Level, ne, gerade weil man ja so frei erkundet und geil retten muss, sind etwas offener angelegt. Wir haben hier so ein Hub, okay, hier haben wir die gelbe Tür, links haben wir die blaue Tür und wir werden jetzt kreuz und quer hier durchgehen. Und was halt diese Anmoderation betrifft, so wenn man versucht, irgendwas Kreatives zu finden, irgendwie ist es auch ein bisschen dumm. Ich finde es nicht, ich meine, ich würde gerne irgendwie sowas Tolles haben, was soll man da schon an solchen Sachen haben, was nicht schon irgendwie verwendet wurde. Deswegen werde ich wahrscheinlich immer nur, hallo und herzlich willkommen und das passt schon. Genauso wie wenn ich telefonisch mich immer gleich melde oder wenn ich, ne, also ich will jetzt gar nicht zu viel Privates hier ausquatschen, aber wenn ich mich ja zum Beispiel, ne, ich habe teilweise in einem Kundensupport auch zu tun beruflich und da melde ich mich immer gleich. Ist natürlich logisch, aber wirklich 1:1, immer mit derselben Stimmlage, weil macht ja, es sind ja auch immer unterschiedliche Personen. Und ich denke mir, weil wenn ich so ein Video mache, das schauen ja eigentlich immer nur dieselben Personen oder dieselbe Person, würde ich fast sagen, nein. Und dann denke ich immer so, man muss ja ein bisschen aufbrechen, ne? Man will ja überraschen, man muss sich neu erfinden. Man will ja, dass die Leute am Ball bleiben, ne? So. Das wäre an der Stelle. Und ansonsten, ich kann ja nochmal sagen, also ich habe jetzt wieder gedacht, ich muss ein klassisches Let's Play her. Oh, wieder diese Wandsprünge, oh, ich liebe die. Also jetzt haben wir jetzt wieder ein bisschen offener. Ich glaube, wir können uns entscheiden, ob wir erst den gelben oder den blauen Schlüssel haben wollen. Oh, jetzt muss ich natürlich hier aufpassen. Also ich hatte erst überlegt, okay, vielleicht ein neues Plauschalitätsvideo. Dann habe ich gemerkt, das Plauschalitätsvideo hat sich immer mehr, wie schon das erste, aber diesmal mehr dazu, weil ich habe mir tatsächlich aus dem Skript, was ich mir zurechtgelegt habe, ne? Also ich sollte eigentlich nur ein Skript machen, bei dem ich die Punkte abhake und daraus wurde wirklich, Skript ist jetzt das falsche Wort, Skript ist genau das, was ich gemacht habe, ja, aber davor war es eher so ein Leitfaden, also welche Punkte ich besprechen wollte, hatte ich auch bei dem Plauschalitätsvideo gemacht und dadurch kam auch eine gewisse Struktur auf, ich hoffe, man hat die gemerkt, durch die Timecodes habe ich es ja ein bisschen vorangestellt und bei dem Thema hatte ich die Struktur irgendwie immer weiter ausverfeinert, dass es sich wie gesprochener Text angehört hat. Und dann hatte ich plötzlich so einen Anflug von Kreativität und wollte irgendwie einen Text verfassen. Und es hat sich daraus ein geskriptetes Video entwickelt, weswegen ich es nicht mehr zu einem Plauschalitätsvideo machen wollen würde. Jetzt bin ich mitten in einem geskripteten Video nebenbei am dran sein, will aber auch wieder Let's Plays machen, damit man sich denkt, okay, so die eigentliche Prämisse, womit das hier überhaupt angefangen hat, das soll ja auch nicht zu kurz kommen, nämlich Retro-Spiele. Und war das eigentlich damals so? Hätte ich damals zu dem Spiel Retro gesagt, weil ich habe ja nie ein GBA-Spiel gespielt. Das war ja 2010, wo ich angefangen habe. Und der GBA ist ja, das Spiel ist von 2003, 7 Jahre. Ich weiß nicht, also kam mir GBA-Spiele wie eine lange Zeit vor. Ich meine so 2010, da war ja selbst der DS schon alt, ne? Würde ich fast sagen. Boah, jetzt bin ich hier gerade überlegen, so 2010... Ich meine, das war ja noch voll in der Xbox 360 PS3 Zeit und so und oh, könnte durch Barrikaden ballern wieder. Aber natürlich, bei Nintendo, da sind die Zyklen der Hardware, die waren einfach schneller vorangeschritten. Also das war 2006 kam ja die Wii, dann 4 Jahre später und dann der DS kam ja auch früher, 2005. Der DS hatte schon eine längere Laufzeit, ohne Scheiße, der DS ist ja ohnehin das erfolgreichste System auf dem Markt oder das zweiterfolgreichste System. Ich glaube, nur von der PS2 überflügelt. Aber nee, jetzt müsste ich echt nochmal gucken. Ich glaube, der 3DS war auch nicht draußen, oder? 2010. Deswegen, ich bin gerade überlegen, ob ich damals den GBA als Retro empfunden hätte oder als, ja, schon ein bisschen älter. Irgendwie kann ich mich da selber gar nicht mehr richtig reinversetzen. Finde ich ja eh interessant. So, ab wann ist eigentlich was Retro? Boah, jetzt fange ich schon wieder an philosophisch zu sein. So, wo ist die grüne Tür? Anscheinend, ich habe eigentlich einen gelben Schlüssel und einen blauen erwartet und kriege einen grünen. Und hier kriege ich nichts in dem Raum. Oder was habe ich in dem Raum bekommen? Ich habe eine Geisel gerettet, ne?
Genau, ich habe eine Geisel gerettet. War es da Schluss? Ja, da war Schluss, ne? Also. Moment, grüner Schlüssel? Ach so, ach Gott. Ich bin so ein Dulli. So ein Affe. Ich bin durch die grüne Tür gegangen. Aber hätte dann da nicht. Moment, das ist die einzige Tür, die ich betreten kann. Ja, dann ist es ja gar nicht offen. Ne, dann. Oder kriege ich noch andere Schlüssel durch die Tür. Ja, jetzt habe ich so viel gelabert, jetzt habe ich mich schon wieder nicht aufs Wesentliche konzentriert. Oh Gottes Willen. Naja, den Boss machen wir dafür wieder First Try, dann wird das jetzt wieder ein bisschen kürzer hinten rum. So, ach Gott, jetzt ist schon wieder hier mit dem Knüppel, ihr wisst schon. So, ich gucke jetzt nochmal hier so nach oben. Ach scheiße, so wirklich weit nach oben gucken kann man nicht. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz nochmal gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Boah, Kacke, natürlich. Jetzt haben wir unseren tollen. Nee, ich habe nichts übersehen, oder? Ich hab nichts übersehen. Alles klar, dann habe ich da wohl in der Tür, wo ich reingegangen bin, noch einen Schlüssel übersehen, ne? Also ist das hier so nach und nach. Erst kriegst du den grünen, dann den gelben, dann den blauen oder andersrum. Ja, das ist nur so hin und her. Alles klar. So, also. Ich bin gespannt, wo ich da jetzt was übersehen haben soll. Ich möchte jetzt nicht noch mehr an Angriffspunkten verlieren. Ja, was war denn jetzt hier? Ach so! Wow, das war aber gekonnt. Und ich habe sogar direkt wieder Stufe 3 bekommen. Alles klar, eigentlich ist der V-Pass von vorhin gerade direkt wieder vergessen. Aber ja gut, ich glaube, ich habe da irgendwas eingesammelt, ne, unten oder so, und habe gedacht, da ist nichts mehr. Und dann war ein Pixel weiter die Kamera und zack, tja, hätte das hier alles viel schneller gehen können. Also auf zur blauen Tür. Ach. Das werdet ihr noch häufiger sehen. Wenn immer ich durch eine Tür gehe, ich sollte das Digi-Kreuz bemühen. Das ist jetzt kein Hexenwerk, mal eben schnell umzugreifen. Ich spiele hier mit dem Xbox 360-Controller. Also, da liegt Steuerkreuz und Steuerknüppel liegen direkt aneinander. Da muss man nicht so wie beim N64 mal eben den Griff wechseln, so wirklich, ne? Also die Halterung dafür. Aber wenn ich an den N64-Controller zurückdenke, das ist immer noch das abgefahrenste Design. Oh Gott, das war knapp. Was ich mir so vorstellen kann. So, hier wird es doch sicherlich auch eine Geisel geben. Ein Schlüssel und einen Geisel pro Raum. So, ich muss mich beeilen. Okay. Ich muss ja noch nicht, wann so diese Dead Zone ist. So, ich fing ja wieder an mit dem Punkt, wann ist was Retro. Und ich habe jetzt irgendwie so eine stumpfe Jahreszahl als Indikator genommen. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Jahre allein dafür reichen. Ne? Also, ich denke eher, Retro kommt auch. Oh, jetzt will ich doch die Herzen wieder haben. Oder auch irgendwie nicht. Das war jetzt irgendwie Kacke mit dem langsamen Bewegen. Aber hier muss doch noch eine Geisel. Oh Gott. Oh, bin ich blöd. Oh, sorry. Ich wollte so machen. Ach, das sind sogar beide Geiseln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt tue ich mich echt schwer. Ich mache aber Folgendes. Ich habe jetzt keinen Bock, die. Oh, ja doch. Irgendwie sah jetzt diese eine Geisel gerade wie so ein roter Ninja aus, der gerade gespawnt ist. Und ich dachte, oh Gott. Hätte ich das mal später eingesetzt. Nein, nein, nein. Oh. Alter. Kann es sein, dass ich, während ich mich hochziehe, dass ich unverwundbar bin? So, jetzt mache ich jetzt doch mal Risiko, um, ja, ich bin mal gespannt. So, ich werde jetzt mich hochziehen, lieber nicht. So, perfekt, oder? Das muss klappen. So, damit wir das Herzchen haben. Gott, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich glaube einfach, dass Retro gerade so, ich sag mal, wenn sich die Umstände jetzt ganz, ganz plötzlich verändern würden, sag ich mal, ne, so. Von einem auf den anderen Tag haben wir irgendwie einen komplett neuen Grafikstandard und ich meine, das ist jetzt kein realistisches Beispiel. Aber ich sag mal, die Gewohnheit wird dann irgendwie, die verändert sich so stark, dass das, was wir jetzt haben, eigentlich nicht mehr so unbedingt dem, was man jetzt heutzutage als gängig und Standard betrachtet, entspricht. Ich glaube, dann kann man so von Retro sprechen oder um es vielleicht kürzer zu umschreiben, um es einfach zu sagen, ich glaube, Retro ist da an der Stelle einfach ein Gefühl. Für mich ist das hier ohne Zweifel Retro. Weil ich nicht glaube, dass man heutzutage nochmal. Oh Gott, ich bin ja warum. Egal. Ich muss nicht meine Verfehlung immer kommentieren. Ja, das seht ihr jetzt. Könnt ihr euch euren eigenen Teil zu denken. So, ich versuche jetzt hier einfach ein bisschen leicht rüber zu schwingen. So, wie es mit dem Momentum ist. So. Mein Gott, jetzt aber. Hoffentlich kommt jetzt nicht zu. Oh Gott. Nicht der Will-O-Wisp-Typ. Ich habe nie gelernt, mit ihm umzugehen. Nie so richtig. Aber das ist auch eigentlich eine gute Arena, um ihn zu bekämpfen, oder? Kacke. Oh Gott! Warum? Okay, das mit den Hitboxen der Will-O-Wisps ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Scheiße, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss gucken, dass ich die... Nein! Oh, ärgerlich! Kacke, kacke, kacke. Jetzt hätte ich einfach nicht, ne? Bei der Stelle den Geiseln, ich hätte mir das aufsparen sollen. Ja, Mist. Das ist wohl zu schwer für mich. Ich glaube, ich muss aufhören. Nein, Entschuldigung. Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Wir haben ja doch einiges geschafft, aber andererseits habe ich auch sehr lange rumgeirrt. Und wir sind ja noch am Anfang. Jetzt machen wir es vernünftig, ja? Aber man sieht schon, es wird schon härter. Das sind ja jetzt schon 3 Sterne oder was weiß ich, waren das gewesen. Und es werden noch 4 Sterne und noch viel mehr. Also das Spiel, ich hatte zumindest in Erinnerung, dass es gegen Ende doch schon, dass ich schon einige Versuche brauchte. Ich glaube, das ist gerade beim Endboss, das war nicht so easy. Deswegen, das ist für sich genommen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, sowas macht man heutzutage nicht mehr. Also man kann wirklich nicht durch alle Wände ballern, sehe ich gerade. Naja, gut. Weil allein schon, ich glaube, schon die Art an Bestrafung, da muss ein Spiel schon aussehen wie Souls. Oder keine Ahnung, es muss schon irgendwie so von allen, wie man es kennt, eine gewisse Ästhetik haben, die rausschreit, ey, spiel mich nur, wenn du bereit dafür bist. Irgendwie so nach dem Motto. Wenn man sich einfach so casual so ein Ninja-Action-Spiel holt, erwartet man eben heutzutage, dass es nicht so bestrafend ist. Dass man Checkpoints hat oder dass man selber speichern darf oder so, ne? Also ich glaube einfach so in der Art und Weise, dass man, also das merkt man ja halt hier, keine Ahnung, an Celeste. Also jetzt wieder als Beispiel, ich muss schon wieder Celeste als Beispiel nehmen. Aber man muss sagen, es hat ja eine große Welle, von der ich ja gesprochen habe, losgetreten mit seinem Assist-Mode an der Stelle. Ich meine, es gibt ja, also ich habe ja Psychonaut als Beispiel genommen, aber es gibt eigentlich, im Prinzip ist es schon, ich sag mal, wir sind schon nah dran, dass sowas irgendwie erwartbar ist in jedem modernen Indie-Spiel. Und jetzt fange ich schon wieder von dem Thema an, ne? Da merkt man, das beschäftigt mich. Nein, aber an der Stelle will ich nur sagen, es ist ja okay, bis zu dem Punkt, wo dann auch gerade Presse plötzlich anfängt zu sagen, es fehlen aber genau solche Möglichkeiten. Es fehlt jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt aber nicht vom Anfang des Levels anfangen, sondern ich will direkt da fortsetzen. Oder sowas von dem Motto. Ich meine, bei HD Remastered, so bei älteren Spielen, bei solchen Arcade-Dingern, da wird es ja auch dann negativ angekreidet, wenn da nicht irgendwie ein Rewind oder so, weil das ist ja, das hat ja jedes dieser Remastered Collections mittlerweile. Und es kann natürlich auch hilfreich sein für Speedrunner. Wobei, das Argument lasse ich nicht ziehen. Komm, wir können machen, ne, wir können doch nicht da durchballern, das ist scheiße. Ja, das ist jetzt auch kein großes Ding, der Typ. So, jetzt wissen wir natürlich, dass wir hier runtergehen. Ah, okay, wartet, ich wollte mich da eigentlich nicht hochziehen. Oh, nein! Ah, egal, wir kriegen ja eh gleich Heilung wieder. Und alles andere. Kriege ich das wieder so geil hin? Nee, kriege ich nicht mehr so geil hin. Ah, scheiße. Aber egal. Stufe 2 muss reichen. Das kriegen wir dann, denke ich mal. Also da merkt man schon, muss schon vorsichtig hin umgehen. Man gelingt alles nicht sofort. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was mein Punkt war. Genau, mit den, das ist ja auch schon Standard bei diesen Collections und so weiter und so fort, dass man das halt schon hat. Und es wird dann problematisch, wenn man sagt so, aber das ist da gar nicht drin. Da wird an denen nicht gedacht. Ja, und dann wird das dafür irgendwie abgestraft. Weil das wäre für mich ein Eingriff in die kreative Freiheit an der Stelle. Also deswegen regt es mich ja immer auf, wenn man sagt Accessibility so. So als wäre es jemals das Ziel eines Spiels, dass man das Ende sieht. Oder das impliziert man ja damit, ne? Also natürlich möchte man, dass der Spieler am Ball bleibt, ne? Ist ganz logisch. Aber gerade auch früher mit den Paradigmen, also und gerade dann, wenn man das bei so HD-Remakes sowieso schon erwartet, da war es ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man jetzt unbedingt den Abspann sieht, zumindest nicht sofort. Es ging ja, also ich sag mal, da war ja der Prozess, der war ja wichtiger, einfach, dass man es überhaupt spielt. Und ich versuche mir auch mittlerweile wieder mehr dieses Mindset anzugewöhnen und deswegen nicht unbedingt versuchen, so try hard ein Spiel zwingend durchzuspielen, wenn ich merke, wow, das ist doch eine Nummer zu groß, aber ich versuche es auch nicht irgendwie da in den Wind zu schießen und zu sagen, ich spiele das nie wieder. Also ich habe dann durchaus Spaß, einfach eine Session einzulegen, zu gucken, wie weit ich komme. Und ich habe halt das Gefühl, solche Spiele, ich weiß nicht, das ist also das Ding bei meinem Pauschalität. Jetzt kann ich ein bisschen Behind the Scenes machen. Ach nee, Moment, da unten waren noch Geisel, ne?
Das ist das Ding, diese Akzeptanz, das konnte man leider nur sehen, wenn man nicht nur gelauscht hat, was ich gesagt habe, sondern auch dem Material, was ich zugehendermaßen im Nachhinein eingefügt habe. Gott, scheiße, die Frösche. Die machen aber nicht so viel Schaden, die Frösche. Also sind die jetzt nicht so ein Big Deal. Oh, jetzt bin ich irgendwie super vorsichtig. So, perfekt. Jetzt nochmal die andere Seite. Irgendwie finde ich diese Dinger da so nervig. Diese Bunsenbrenner. Also da habe ich mich ja gerade im letzten Versuch ziemlich doof angestellt. So, jetzt... Ah, nein! Okay. Also wirklich, die Frösche im Notfall einfach wegtanken, das macht jetzt nicht so ein großes Ding aus. Deswegen an der Stelle muss man darauf anmachen. So, was man... Genau, nur noch mal zurückzukommen. Was man halt dann nicht erkennen konnte, war, dann habe ich natürlich... Bilder eingefügt von Spielen. Das war halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wir sind ja von dem Punkt weggekommen, immer weiter, ne? Dammbruchargument. Wenn man einmal anfängt, eingestellt zu machen, dann geht man natürlich auch immer weiter. Und ich kann auch dazu nochmal sagen, es gibt Leute, die setzen sich dafür ein, es gibt nun mal Hardliner, die setzen sich dafür ein, dass solche Vereinfachungen immer weitergehen. Das ist völlig logisch. Das ist in der Filmbranche so, das ist in der Musikbranche so, das ist in der Politik sowieso... So, warum sollte es in der Videospielindustrie anders sein? Und natürlich ist es dann vollkommen legitim und korrekt zu sagen, nee, wenn man jetzt ab dem Punkt da anfängt, dann wird ja die nächste Herabsetzungsstandard anders sein. Und das kann man ja sehr gut bei Volga the Viking, übrigens wundervolles Indie-Spiel, kann ich sehr empfehlen, Volga the Viking oder diesen Valachia, also Volga the Viking war eigentlich ein Beispiel, wo diese Vereinfachung nicht zustande gekommen ist, wo der Entwickler gesagt hat, nein, wir haben das Spiel über Kickstarter finanziert, die Leute... haben uns extra Geld dafür gegeben, dass wir keine Checkpoints bzw. Continues in dem Sinne einbauen. Also, dass es nicht zu viele Checkpoints gibt. Ich glaube, darum ging es speziell, weil man bei Volga the Viking zwischen den einzelnen Abschnitten und das ist noch so ein ubologisches Typ. Ich versuche jetzt einfach mal erstmal nach rechts zu kommen, um zu gucken, was da lauert. Wobei, mach ich mir ja blöd, ich kann ja erstmal hier gucken, ne? Genau, rechts wird der Schlüssel sein. Vielleicht können wir den Schlüssel unten was bei diesen Will-O-Wisp-Typen machen. Ja, das ist für mich jetzt ein bisschen so wie so ein Cyberdemon, den können wir nicht erledigen. Ach, scheiße, da ist das nicht. Nein! Scheiße! Oh! Oh Gott! Oh, fuck! Wartet. Ach, scheiße, da hatte ich doch gerade meine... Nein! Ach, scheiße! Jetzt wird's ein bisschen problematisch. Jetzt wird's... Das wird's... Oh, ich hätte mich so mehr in die Mitte begeben müssen und dann den... Ah, Kacke. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe genug gequatscht. Dann war das mal ein Fail-Part. Hätte ich nicht gedacht, dass das auch noch kommen kann, ne? Aber so ist es leider. Alles klar, bis zum nächsten Part.